Du bist, was du isst, eine alte Erkenntnis, die einerseits richtig ist, andererseits aber viel zu wenig Beachtung findet. Und das Problem, in dem Moment, wo man dann aufwacht und ins Handeln kommt und versucht, Gewicht zu reduzieren, gibt es den Klassiker, man kriegt es runter und wenige Wochen, wenige Monate später ist alles wieder da, manchmal sogar noch schlimmer. Dass das anders geht, werden wir gleich hören, ist Gegenstand des folgenden Gesprächs. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wir haben, oder du hast selber dieses Problem, dieses Thema am eigenen Leib erlebt mit einer Situation, in der du letztendlich irgendwann auch in den Spiegel geguckt hast oder auf deinen Personalausweis geguckt hast, unglücklich warst. Und wie hast du die Kurve gekriegt? Wie kam das, dass du in Verbindung kamst mit einer anderen Art und Weise des Änderns, des Stoffwechsels, als das, was ich mit, ich weiß nicht, einer Hühnerdiät, mit einer Trennkost, mit tausend anderen Dingen erreichen kann, kurzfristig, und dann aber alles wieder den Bach runtergeht und das Gewicht wieder draufkommt? Wie kam das bei dir? Ja, wie im Erstinterview, wir haben ja vor anderthalb Jahren bereits ein Interview geführt, bereits dargelegt, hatte ich ja, gesundheitliche Herausforderungen diverser Art. Die signifikanteste waren ja meine Schmerzen. Ich habe damals auch schon im Interview darüber berichtet. Und so war ich geneigt, zu einem Supplement zu greifen, als ein Diplom-Ingenieur, ein Freund heute, mir diese Produkte empfahl. Der hat damals auch profitiert bei Schmerzen und das war der Grund, warum ich dazu gegriffen habe. Und wie wir ja in Statements anderer Kollegen, die wir ja heute mit hier in Leipzig dabei haben, auch hören werden, hat es auch bei vielen anderen bei Schmerzen gut geholfen, diese Mikronährstoffe. Und so bin ich in das Thema Supplementierung, in das Thema oder an das Thema Ernährung herangetreten, was bis dorthin für mich jetzt nicht so im Vordergrund war meiner Recherchen. Und weil das halt binnen weniger Wochen bei mir so signifikant geholfen hat, habe ich mich denn dann damit befasst und habe das begeistert weitergegeben. Und da wurde dann tatsächlich auch eine berufliche Perspektive draus. Also zunächst mal der Absatz, der Vertrieb, auch der Mitvertrieb von Mikronährstoffen. Und dann kam aus dem Feld der Kollegen der Hinweis, so war es. Das heißt, es war ja nicht ich selber, sondern ein Kollege hat die Idee an mich herangetragen. Und ich habe an mir heruntergeschaut und habe gesagt, naja, macht absolut Sinn, sich der Sache anzunehmen. Und es versprach halt auch Hilfe, diese Form von Stoffwechselinitiierung. Ja, und das habe ich dann recherchiert in kurzer Zeit und habe dann ein eigenes Stoffwechselkurkonzept an den Start gebracht, was halt mit, ich sag's mal, mit hochpotenten Hilfsmitteln funktioniert und nachhaltig funktioniert, wie wir ja heute mit dem jetzigen Interview eigentlich auch zum Ausdruck bringen möchten. Wenn du betonst die Rolle und die Bedeutung von Mikronährstoffen, kommt einem ja sofort die Frage, ist denn das, was wir an Nahrungsmitteln angeboten bekommen, und ich rede jetzt gar nicht mal unbedingt von dem Standardkram, den wir im Supermarkt kriegen, sondern durchaus auch wertigere und wertvollere Nahrungsmittel, offensichtlich nicht ausreichend, um den Organismus mit den Dingen, die er wirklich braucht, zu versorgen. Man muss also hier supplementieren, ist das richtig? Ja, genau. Also es ist, da hat sich halt schon vieles getan in den letzten 30, 40 Jahren. Also einfach durch die, ich nenne es jetzt mal etwas allumfassend, durch die Industrialisierung der Lebensmittel,
Produktion, auch Nahrungsmittelproduktion. Das Hauptproblem, du hast es angesprochen, sind die verarbeiteten Nahrungsmittel im Supermarkt, aber halt auch die, auch das Gemüse, das Obst, so wie es heute halt produziert wird, auch wenn es biologisch dynamisch daherkommt, ist halt am Ende des Tages auch, ich sag's mal, auf Ertrag getrimmt. Also wer in der Nähe eines Demeter-Bauernhofes lebt, der sieht, auch der Landwirt ist dazu verdammt, will ich fast schon sagen, hochproduktiv zu produzieren, und das laugt die Böden aus, und das hat halt dann zur Folge, dass die Nährstoffinhalte, die man aus diesem Lebensmittel bezieht, halt nicht mehr ausreichend ist, um das Leben in der Weise zu bestreiten, wie es die Schöpfung vorgesehen hat. Das ist definitiv so. Also die Böden selber sind schon das Problem. Genau. Also das heißt, du kannst dann zwar pestizidfrei und alles Mögliche. Das ist eine Ursache davon. Es gibt aber weitere. Es gibt eine schöne Dokumentation, ich meine vom WDR. Da wird dargestellt das Dilemma bei den Äpfeln. Also durch Umzüchtungen und durch, ich sage es jetzt mal, Veränderungen der Urform geschieht ein Mikronährstoff, eine Reduktion der Mikronährstoffe, ist ein weiterer Grund. Dann wird gekocht, ist wieder ein Grund. Das heißt also, es summieren sich viele Ursachen zusammen, und es führt in den letzten 30, 40 Jahren halt schon zu einem Kollaps an Mikronährstoffen. Weil früher hat man schon viel mehr zu Hause selber angebaut und hat es unmittelbar aus dem Garten bezogen, und heute wird es halt zu früh geerntet, häufig grüne Tomaten, man kennt die Bilder von grünen Bananen und so weiter. Also da gibt es, und so schmeckt es dann auch. Also uns erzählen Sie, das reift dann nochmal nach. Ja, aber ohne Sonne. Und ohne eine Anbindung an den Boden. Also das ist auch die, das, aber die Tomate, aber auch die wäre am Strauch ist, noch. Die Sonne ist, ist logischerweise wichtig, und die sorgt am Ende bei der Tomate für den Geschmack, der in dieser typischen Supermarkt-Tomate halt leider nicht vorhanden ist. Das ist ein rotes Wasserbällchen. So sieht es aus. Und so schmeckt es aber auch. Ja, klar. Ja, das hat ja mit Verschwörungstheorie nichts zu tun. Das erlebt ja ein jeder. Du wirst lachen. Ich habe hier in einem Supermarkt in der Tat bei Tomaten mal die Aufschrift gesehen, um diese Sorte zu unterscheiden von anderen, stand da ein Schild: Geschmackstomate. Ja. Das haben die ganz offen und ehrlich gesagt, da würde man was schmecken bei den Nachbarn-Tomaten. Ich meine, die haben sich auch nicht groß was bei gedacht, was war dann eine Geschmackstomate. Thema Mikronährstoffe, du hast es gerade gesagt, wir haben einige, die Erfahrung gemacht haben, hattest du heute Kollegen und Freunde mit dabei, und wir schauen jetzt gerade mal, weil das Thema Mikronährstoffe sich auch bei anderen als ein Problem durchgezogen hat, das erste Statement an. Du hast Erfahrungen mit unserer Kur gemacht. Wie ist das gelaufen? Was war das Ausgangsproblem und wie hat sich das bei dir entwickelt? Mhm. Ja, zuerst, mein Name ist Helmut Meinecke. Ich bin jetzt 49 Jahre alt, lebe jetzt in Düren, das ist zwischen Köln und Aachen. Und ja, mein Problem war vor 3 Jahren so der komplette Zusammenbruch, kann man eigentlich sagen. Ich selber wollte das nicht sehen, aber andere haben dann zu mir gesagt, das wäre so ein Burnout, so komplett. Selber sieht man das wohl immer als Letzter, denke ich mal, da ich auch selbstständig bin und habe halt 16 bis 18 Stunden war eigentlich so der normale Arbeitstag, und da habe ich mich wohl komplett überfordert. Aber die Probleme hatte ich schon wesentlich früher auch. Also das ging bei mir schon in der Kindheit los, dass ich permanent Kopfschmerzen hatte, dass ich eigentlich da schon Schmerzen hatte im Rücken und so. Und das hat sich halt dann über die Jahre immer weiter gesteigert. Und der Höhepunkt war dann eigentlich jetzt vor 3 Jahren. Und da hatte ich die Kur aber noch nicht kennengelernt, sondern da bin ich zum Heilpraktiker, und ein sehr guter Heilpraktiker, der hat dann alles Mögliche mit mir angestellt. Also da habe ich dann die ganze Bandbreite kennengelernt, was es so gibt an Behandlungsmethoden. Und da stellte sich so ein bisschen eine Besserung ein. Habe meine Ernährung dann nochmal radikaler umstellen müssen, wobei ich das vorher schon gemacht hatte. Also es ist nicht so, dass ich da kein Empfinden hatte für das Essen. Durch meine Frau hatte ich schon 30 Jahre früher eigentlich erfahren über den Brucker,
dass es halt wichtig ist, solche Geschichten. Und wir waren über die Jahre dann auch Vegetarier, das hat sich dann immer mal so gewandelt. Und an der Ernährung, würde ich sagen, hat es bei mir nicht gelegen. Also da waren wir immer sehr fixiert schon drauf. Ja. Aber trotzdem, der Abbau, der war immer weiter da. Also es war dann bei mir am Ende so, dass ich gerade mal noch 3-4 Stunden schlafen konnte und das aber mit vielen Unterbrechungen. Bin immer weiter in die Breite gegangen, war dann letztendlich so bei 105 Kilo. Du hast hier Ich habe Bilder dabei. Bilder dabei. Und das Interessante war, dass das bei meiner Frau genauso war. Aber da kann man das mal zeigen. Da haben wir das mal so, so die ganze Geschichte bei meiner Frau. Auch ganz massiv das Ganze, also man kann es wunderbar zusammen machen. Das ist welcher Zeitraum gewesen? Das ist jetzt über 3 Jahre eigentlich, kann man sagen, wobei die Kur nur einen minimalen Anteil eingenommen hatte, weil wir die vorher nicht kannten und über den Heilpraktiker hat man dann alles austesten lassen und so weiter und dann eigentlich weit über ein Jahr gehungert. Also wirklich, es war eine Tortur, kann ich sagen. Und dann kamen die Mikronährstoffe in mein Leben, wo ich mich vorher strikt geweigert hatte. Er sagt, das brauche ich nicht, ich habe das aus der Nahrung, das muss reichen, das ist gut. Habe es eigentlich dann, wo ich es kennengelernt habe, immer noch abgelehnt. Aber meine Frau dann sagt, ja, nimm's oder gib's wieder zurück. Und dann habe ich das genommen und das war für mich persönlich, es hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber eine Offenbarung. Weil ich hatte zu der Zeit so massive Schmerzen auch im Rücken und im ganzen Körper, dass ich also nach der Nachtruhe, also diesen Anlaufschmerz, den vielleicht der eine oder andere kennt, der war bei mir manchmal so massiv, dass ich wirklich 20 Minuten gebraucht habe, bis ich aufrecht stehen konnte. Also es war alles eine Tortur. Es war von vorne bis hinten eine Tortur. Ich habe zwar durch die Selbstständigkeit weitergearbeitet. Und deswegen bleibt es eine Tortur. Das auf jeden Fall. Und ich habe dann auch später nochmal einen Bekannten getroffen, und gesagt, wo ich dich gesehen habe, wie du dich gequält hast bei der Arbeit. Das kann ich gar nicht glauben. Aber man steckt halt selber da so drin und man muss ja, man muss weitermachen. Hamsterrad fordert das. Ja. Extrem, genau. Und auf jeden Fall habe ich dann diese Mikronährstoffe genommen und mir ging es schlagartig besser. Also da war so ein richtiger Sprung dann drin. Und dann, ich denke, ein Jahr später war das dann ungefähr, habe ich die Kur dann kennengelernt. Und die Ernährung, die hatte ich da nicht geändert. Also weil ich ja vorher schon extrem darauf geachtet hast. Hatte. Mit dem Heilpraktiker zusammen hat man dann nochmal so eine Analyse gemacht und ich war auf über 100 Lebensmittel allergisch. Also was der normale Mensch, möchte ich mal so sagen, so täglich isst, das konnte ich alles nicht mehr essen. Also ob das Brot, Ei oder also egal was. Und deswegen kann ich das für mich so schön sagen, dass da, ich habe an der Ernährung nichts geändert, aber die anderen Sachen kamen dazu und dann hatte ich so einen wahnsinnigen Effekt. Ja. Also da kam Prozesse ans Laufen, die kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Bis heute alles unverändert auf dieser Basis der erreichten und erzielten Verbesserung, gewichtmäßig, Wegfall der Schmerzen und so weiter. Also das ist ein langsamer Prozess, muss ich sagen, aber fortwährend. Also mir geht es heute besser denn je. Also ich kann mich eben zurückerinnern an meine Kindheit. Ich hatte als Kind schon Kopfschmerzen und die ganzen Probleme. Und ich fühle mich wie 20. Also ich kann echt sagen, ja, das ist der Hammer. Ich habe da auch noch ein anderes Bild dabei, da habe ich das mal verglichen. Da habe ich das zufällig gefunden, wie ich mit 20 ausgesehen habe und dann zwischendrin mal und wie ich jetzt aussehe. Ja. Und dreh das auch mal rum. Ich zeige das auch nochmal, die ganze Geschichte. Und ich kann mich deswegen so sehr gut daran erinnern, weil ich bei der Bundeswehr war und man musste ja dann immer diese Sportabzeichen, also den Leistungs... Und mit 20 habe ich diese 5000 Meter gerade immer so geschafft in der Zeit. Und jetzt, nach der Zeit, jetzt kann ich das locker laufen. Also es fällt mir leicht und das ist für mich so erstaunlich, das Ganze. Herzlichen Dank. Ein Statement, was deutlich macht, dass ganz offensichtlich, hier wird berichtet, dass es über Jahre
gesundheitliche Probleme schon in der Kindheit gegeben hat. Also wir leiden ganz offensichtlich, ohne dass wir das eigentlich irgendwie zuordnen können, unter diesen Ernährungsschwierigkeiten, was die Produkte betrifft, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Man hat das Gefühl, es wird eher schlimmer als besser. Also insofern ist die Notwendigkeit, hier Dinge zu sublimieren, heute wichtiger denn vor 30 Jahren oder gar vor 60, 70 Jahren. Wir ruinieren da immer mehr. Ja klar, die Herausforderungen werden ja immer derer mehr. Also das, ich sage jetzt mal, jüngste Hinzukommen der Strahlung, ja. Beispiel WLAN, Handy, das ist, wenn man es mal analysiert, ja noch kein Thema von vor 30 Jahren gewesen, sondern die Handys, die sind, haben wir jetzt vielleicht seit 15 bis 20 Jahren. Und WLAN ist ein Thema, ich weiß nicht, aber vielleicht 10 Jahre ja, ja. als Beispiel. Und so werden die Herausforderungen derer immer mehr. Aber auch natürlich in der Ernährung, da geht es wirklich mit großen Schritten rückwärts. Und in dem, was wir im Supermarkt als sogenannte verarbeitete Nahrungsmittel halt zu uns nehmen, da ist alles drin, bloß kaum Mikronährstoffe. Ja. Und dein Freund Andreas Popp, der hat den Begriff schlechthin geprägt, Füllstoff. Ja, Füllstoff ja. bringt es auf den Punkt, da braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Es sättigt, es mag von mir aus auch schmecken. Aber es ist halt letzten Endes füllend, aber nicht werthaltig. Es bringt nicht die Qualität. Die Qualität. Und man muss sich aber im Klaren sein, du hast angesprochen, die Belastung, die wir beispielsweise durch das Thema Elektrosmog, wenn man jetzt noch die Schwermetallbelastung, aber das, was hier so über die Felder letztendlich ja auch gesprüht wird, da kann ich ja biologisch anbauen, bis der Arzt kommt, wenn dann oben das Zeug drauf gesprüht wird, dann ist das natürlich nachher auch in den Lebensmitteln. Also all die Dinge machen das, was wir als Lebensmittel verstehen und begreifen, faktisch immer wertloser. Hängt denn damit dann auch zusammen, dass die Frage der Adipositas, der Fettleibigkeit, ebenfalls so rasant zunimmt, weil der Organismus eigentlich mehr, ja, ich sag mal, zu sich nehmen muss, um überhaupt noch an irgendwelche Sachen ranzukommen, was dann natürlich gleich bedeutet, dass man fröhlich in die Breite geht. Ja gut, ich habe im ersten Interview, glaube ich, schon ganz gut, wir haben das gut erarbeitet, dass die Mikronährstoffe, die sind, also während jetzt die Makronährstoffe zuständig sind für die Kraft, ja, also ist gleich, die Makronährstoffe sind die Nährstoffbestandteile, die halt sehr kalorienreich sind. Diese Kraftleistung, die ist schon wichtig, dass man die auch vollbringt. Aber wir tragen ja eher das Problem mit uns herum, meist also Gewicht in Form von Fett. Das heißt also, da haben wir in der Regel eher zu viel oder genug. Was wir benötigen, ist sehr wichtig und zwingend und dringend diese Mikronährstoffe, weil die per Definition zuständig sind für die Körperfunktionalität. Das heißt also für den Stoffwechsel als die zentrale, als der zentrale Stoffumschlag im Organismus und aber auch für die Regeneration der Zellen in Gestalt von Haut, Knochen, Blut und Nerven. Und damit diese Funktion Stoffwechsel und somit auch Fettverstoffwechselung funktioniert, benötigen wir zwingend Mikronährstoffe, da aber gemäß meiner Darstellung wir davon zu wenig zu uns nehmen durch diese verarbeiteten Nahrungsmittel, haben wir im Umkehrschluss Stoffwechselprobleme und somit in der Folge dann Gewichtsprobleme. Ja. Und das führt tatsächlich zu einer sprunghaften Anstieg, zu einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen bei adipösen Menschen. Ich habe da so eine Darstellung in der Broschüre drin, wo man halt sieht, dass das wirklich innerhalb von 20 Jahren sich die Hochadipositas gerade verzehnfacht haben. Ja. Also man hat in der Tat den Eindruck, ich als Historiker arbeite ja auch immer wieder mal mit alten Nachrichtensendungen oder gar alten Wochenschauen. Du hast, wenn du eine Wochenschau aus den 20er, 30er, 40er Jahren dir anschaust, null Personen, wirklich null. Das ist es. Nicht einen einzigen, wo man sagen würde, das
Da wäre aber, und zwar egal ob Mann, ob Frau, da ist irgendwas von Übergewicht, die Figuren, die Körpermaße, alles völlig in der Norm, völlig absolut schlank, völlig Idealgewicht. Und je jünger die Aufzeichnungen werden, wenn du da dann Fußgängerzonen oder irgendwelche Aufnahmen von Strandbädern, da fällt es vom Glauben ab. Und wenn du dann in Länder gehst, ich bin ja viel in Kanada oder USA, ist noch schlimmer, das sind Dimensionen, das ist wahrscheinlich dasselbe Problem, was du hier ansprichst, dort genauso. Ja, also ich soll vielleicht keine Werbung machen, aber ich habe unjüngst in dem Buch gelesen von Dr. Davis, Weizenwampe. Die Weizenwampe, Der beschreibt es nämlich genau so. Und da wurde es mir auch klar, weil jeder hat ja vielleicht schon mal alte Fotoalben durchblättert und genau dieses entdeckt. Ja. Also dieses Gardemaß der Menschen früher. Und es liegt halt daran, dass diese industriell herbeigeführten, verarbeiteten Nahrungsmittel so nicht kannten. Und mir wurde das klar, weil ich in der Kindheit noch, also A, hatten wir den eigenen Garten und B, da kam halt in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, der Herr Maurer von der Insel Reichenau und brachte frisches Gemüse. Ja. Das wurde am Vortag sicherlich geerntet und dann konnte man es bereits kaufen und ist nicht irgendwie Tausende von Kilometern durch die Gegend gekarrt worden. Ja. Das ist der Unterschied und da kommt das Ganze her. Ja. Jetzt ist ja bei dem Thema Gewichtsabbau immer das riesengroße Problem, die riesengroße Überschrift, der sogenannte Jojo-Effekt. Mhm. Und hunderte von Diäten, die man machen kann und die Millionen von Menschen gemacht haben, führen am Ende des Tages zu Frust und Verzweiflung, weil wenn ich mich dann wieder auf die Waage stelle, es zum Teil schlimmer ist als vor der Diät eine gewisse Zeit. Wie kriegst du oder wie kriegt ihr da die Kurve? Ja gut, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, weil wir in der Tat jetzt in unserer Stoffwechselkur den Stoffwechsel, den Fettstoffwechsel initiieren, also wieder ankurbeln. Das sind drei Elemente, das wird aber im ersten Interview ausladend erklärt. Das möchte ich also hier sparen. Ich will nur sagen, dass dann, wenn wir Fett verstoffwechseln und eben nicht wie bei einer, ich nenne es jetzt mal sinnlosen Diät oder Kur, dehydrieren, also Wasser verlieren und vor allem aber halt auch durch eine vielleicht einseitige Diät auch Muskulatur abbauen, weil zum Beispiel halt Eiweißbestandteile fehlen oder die wichtigen Aminosäuren, dann reduziert das die Muskulatur. Beides ist Gewichtsverlust, ja, aber nicht Fettabbau. Ja. Und wir haben hier jetzt den Fettverbrennungsmotor wieder in Gang gebracht und das ist die eigentliche Krux bei der Geschichte. Und wenn das Depotfett einmal weg ist, das ist krankhafte zu viel Fett, dann ist es weg. Dann muss ich quasi schon wieder mit Fehlverhalten mir das drauf futtern. Ja. Ja. Das heißt, geübte oder der erfahrene Kurteilnehmer, der interpoliert die Erkenntnisse aus der Kur dann sinnvollerweise in die Zukunft und hat dann durch diesen Lehr- und Lerneffekt immer wieder die Möglichkeit, vielleicht mal, wenn man wieder 1-2 Kilo zu viel hat, dann wieder zu reduzieren. Ja, ja. Ja. Du hast es gerade angesprochen, wir hören uns ein extrem bemerkenswertes Statement einer Kollegin an, die sich auch auf das Thema mit der Kur gearbeitet hat und vom Ergebnis her, wird uns ja nachher noch ein Vorher-Nachher-Bild zeigen, einfach Sensationelles geschafft hat. Sei so lieb und erzähl mir auch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, die sich auch auf die Veränderung deines Lebens ausgewirkt hat. Wie ist das gewesen? Also noch vor anderthalb Jahren habe ich ein Leben geführt, wo ich eigentlich nur zu Hause war. Ich war depressiv, hatte auch ein Burnout. Durch das habe ich ziemlich viel an Gewicht zugenommen, weil ich auch sehr viel Medikamente nehmen musste. Auch für einen Bluthochdruck. Der war so hoch, dass ich schlaganfallgefährdet war. Und dann habe ich die Mikronährstoffe kennengelernt, habe die eingenommen, habe da auch recht schnell eine Besserung gespürt. Also ich konnte nach 2-3 Tagen wieder durchschlafen, was früher unmöglich war. Früher lag ich nachts im Bett
Und das Gedankenkarussell ist nur gekreist, 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 was auch zur Folge war, dass ich den Tag dann müde war, viel geschlafen habe. Und durch die Mikronährstoffe eben konnte ich nachts schlafen und hatte wieder den Tag. Und ich habe die Produkte ungefähr 14 Tage eingenommen, habe ich von der Kur erfahren. Und eine Ärztin hat zu mir gesagt, ich werde nie abnehmen, ich bräuchte ein Magenband. Was wiederum mein Hausarzt abgelehnt hat, kategorisch abgelehnt hat. Aber er konnte mir auch nicht sagen, wie ich abnehmen konnte, weil ich eben auch vollgestopft war mit Cortison. Dann war ich eben auf so einer Veranstaltung und habe unsere Kur kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Entweder es schlägt durch oder ja. Auch mal nicht, aber genau. Du hast es versucht. Ich habe es versucht, ja. Und es war sofort erfolgreich. Ja. Ich habe innerhalb von 7 Monaten 54 Kilo abgenommen. Ich habe die Kur in einem Rutsch gemacht. Es ist ein Erlebnis gewesen, es war ein Hochgefühl. Ich habe mich jeden Morgen, wenn ich im Bett aufgewacht bin, habe ich mich gefreut, auf die Waage zu stehen, um zu schauen, wie viel Fett ich an dem Tag zuvor wieder abgebaut habe. Und das hat sich bis heute gehalten. Das heißt, wir haben das, was du ja sonst immer klassischerweise hast, dieses Thema Jojo, hat sich nicht eingestellt. Gar nicht. Ja. Ich bin jetzt, nächsten Monat, das ist ein Jahr, wo ich mein Ziel erreicht habe. Und ich halte mein Gewicht ohne Probleme. Ja. Zeigst du uns nochmal die Fotos, die deutlich das aussagen, was du... Also das war ich im August 2014. Ja. Das war mein Bauch 2014. Man sieht ja auch die Rötung an der Haut. Da war ich auch total übersäuert. Ich war auch hier, das ist alles original. Da sieht man auch im Gesicht, ich war rot, ich war aufgeschwemmt. Das war ein Zwischenergebnis nach 30 Kilo. Das war ungefähr nach knapp 4 Monaten. Ja. Und diese Aufnahme ist von letzter Woche. Respekt. Ja. Herzliches Dankeschön. Hier habe ich noch. Achso, ja, zeig das noch. Ein Bild habe ich noch, dass man das bildlich sieht. Ja. Ein Vorher-Nachher-Bild. Ja. Und das repräsentierst du ja selber jetzt in großartiger Weise. Ja. Also es war eine Leichtigkeit, durch die Kur zu gehen. Die sinnvolle Ernährung, also man ist satt davon, man isst mit Genuss und auch wenn man jetzt keine Kohlenhydrate isst, es fehlt einem an nichts. Meine Haut hat sich zurückgebildet, sieht man ja auf den Fotos, also da bin ich auch ganz stolz drauf. Alles klar, Dankeschön. Danke auch. 54 Kilo. Das sind Größenordnungen, die manche Personen, Erwachsene insgesamt, wiegen. Es ist völlig wahnsinnig, was man sich auch dann auf die Art und Weise und dem eigenen Organismus antut. Ne? Ja klar, also wenn die 54 Kilo Depotfettabtrag, das ist so viel, wie ich mir das zu Beginn dieser Bewegung auch nicht vorstellen konnte, dass man das in einem Fort abtragen kann. Also ich habe da nicht nur Respekt, auch jetzt im Nachgang, sondern ich habe wirklich auch nicht glauben können, dass es funktioniert. Aber tatsächlich, und so bleibt. Und so bleibt es so und so. Ja. Ja. Aber eins ist klar, wenn man natürlich, wie das in besagtem Falle natürlich war, 7 Monate lang diese sinnvolle Ernährungsweise, die auch stark ins basische Milieu führt, wenn man die praktiziert, dann erfolgt eine Genesung auf weiter Flur. Du hast ja auch schon mitbekommen, der Dr. Coldwell, der sagt ja, dass in einem basischen Milieu die Krebszelle keine Chance hat. Das heißt also, diese Art von Ernährung, wie wir sie praktizieren und auch empfehlen, die ist grundsätzlich sinnvoll. Ja. Ja. Und das Schöne war halt, mit diesen Kollegen, die so weit in die Kur hineindrangen, also sprich 7 Monate am Stück die Kur praktiziert haben, da haben wir natürlich dann auch widerlegt das Argument, das kann man doch nicht so lange tun. Ja? Die Kollegin selbst sagt, dass gegen eine sinnvolle Ernährung 7 Monate am Stück spricht mal gar nichts. Ja? Und das, warum auch? Na, warum auch? Ja, und das Resultat,
das Resultat deutet darauf hin. Die Gegenargumente sind immer, ja, aber auf die Kohlenhydrate, also sprich auf die Makronährstoffe zu verzichten, das ist aber Blödsinn, weil die bezieht man ja aus dem, verstehst du, aus den Reserven. Und die Reserve, das Fett, ist ein Makronährstoff und ein Energielieferant par excellence. Deswegen ist man auch nicht matt oder, wie sagt man, hungrig. Ja, da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Das wäre der nächste Punkt gewesen, genau den ich ansprechen wollte. Diäten werden ja immer auch mit Hunger gleichgesetzt. Mhm. Das ist ja auch so ein Grundproblem. Auch da steigen wir in dem Fall mal gleich mit einem Statement ein und dann sagst du was dazu von einem Kollegen, der auch dieses Thema Hunger unter anderem anspricht. Ja, deine Geschichte, deine Erfahrung mit dem Thema Unsere Kur. Meine Geschichte dazu ist, dass ich der Frank kenne über das Thema Mikronährstoffe, haben wir uns kennengelernt und vorher schon über das Thema Edelmetalle. Und irgendwann ist der Frank mal auf mich zugekommen, hat gesagt, ich habe da was, das müssen wir mal ausprobieren. Quasi hat er einen Test damit gesucht. Er wollte mir damit sagen, dass ich vielleicht von meinem Gewicht ein bisschen zu kurz bin. Also und, du hast das Idealgewicht bei 2,5 Meter oder so? Ja, der war eher bei 2,40 Meter wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay. Hatte damals 115 Kilo. Ja. Und ich habe dann die Kur begonnen und habe gesagt, na ja, komm, das ziehe ich durch, das probierst. Und habe dann 30 Kilo abgenommen in 3 Monate. Ja, und das ging relativ schmerzfrei, also ohne irgendwelchen Zwangssport. Ging super leicht. Ohne Hunger? Ohne Hunger. Ja. Meine Frau hat mitgemacht, hat auch 25 Kilo abgenommen in der Zeit. Und hat mich da auch super gut bekocht, muss man sagen. Musste in keiner Weise darben, weil das ist ja immer die große Frage, wo ich sage, muss ich hier den ganzen Tag um den Block rumrennen und gleichzeitig gibt es nichts mehr zu essen. Also ist überhaupt nicht so. Und und jetzt nach fast 2 Jahren, kann man sagen, habe ich von den 30 Kilo immer noch 28 weg. Ja. Also du hältst es auch stabil? Ich halte das, schwankt mal, geht mal 2 Kilo rauf, geht mal 3 Kilo rauf, geht wieder runter. Aber es geht relativ schnell auch wieder runter. Das ist der Vorteil dabei. Ne? Ja, und sonst, was gibt es sonst zu sagen? Gesundheitlich insgesamt, haben sich da Sachen bei dir verbessert oder gab es vorher gar keine Probleme? Gibt es da was? Ich habe eigentlich gesundheitlich keine Probleme gehabt. Bluthochdruck ein bisschen, ja, das ist weg, klar. Das hat sich verbessert und sonst bin ich natürlich schon fitter wie zu der Zeit. Ne? Also weil mit 115 Kilo war sich bücken und Socken anziehen und so, das war schon beschwerlich. Das geht heute deutlich, deutlich leichter. Ne? Also jedem zu empfehlen? Jedem zu empfehlen. Ich habe da mal ein Bilder. Mhm. Wie das dann so vorher ausgesehen hat und dann nachher, da sieht man also schon so ein bisschen einen Unterschied. Ne? Heftig. Ja. Absolut. Und das ist also vor der Kur und nach der Kur, mal so in der Seitenperspektive. Ja. Also auch mehr als deutlich. Ne? Vor allem, wenn man mal sieht, was das von Hohlkreuz dann mit sich gebracht hat, das Gewicht, wo man sich da vor mir hertragt. Ne? Ja. Da hätten sich natürlich auch noch Spätfolgen irgendwann mal fürs Skelett und für den Rücken ergeben können, also die nicht eingetreten sind, Gott sei Dank. Aber Gewicht ist ja etwas, was nicht nur die inneren Organe belastet, sondern sich auch den Skelettapparat belastet. Absolut. Ich sehe das ja heute, ich handle ja mit Edelmetalle. Und wenn ich heute mal im Kunde 2 so Kisten Silber mit je 15 Kilo rechts und links hier die Treppe hochgewichte, einmal im Büro und dann in den Kofferraum lade und lasse das los. Und wenn ich dann denke, dass ich das bisher immer mit mir rumgetragen habe, ist das schon gigantisch. Ja. Ne? Schönes Bild. Absolut. Ne? Herzliches Dankeschön. Bitte schön. 30 Kilo, keinen Hunger, Bluthochdruck weg, Stichwort Hunger nochmal. Es geht also ganz offensichtlich auch ohne, dass ich mich da irgendwie quälen muss. Genau, also was ich jetzt 1,5, fast 2 Jahre nach Start unserer Bewegung vielleicht auch besser erklären kann, wie noch beim ersten Interview, ist der Wesenskern, so nenne ich das, der Kur. Und zwar durch die Verstoffwechselung von Fett, von Depotfett, beziehen wir pro Gramm, was wir verstoffwechseln, also von den Rippen wegzehren, 9
korrekt 9,3 Kilokalorien pro Gramm. Wenn man jetzt die klassischen Verläufe besieht, dann sieht man das pro Tag im Durchschnitt. Am Anfang mehr, dann wird es ein bisschen weniger, aber im Median haben wir etwa 200 bis 300 Gramm Fettverstoffwechselung und bei den ziemlich schwergewichtigen Menschen sind es wirklich 300 Gramm pro Tag gesehen im Schnitt. Das bedeutet 300 Gramm mal 9 sind 2700 Kilokalorien, die ich alleine aus dem Bezug oder der Verstoffwechselung des Eigenfettes beziehe, extern nochmal 600 on top im Median. Zusammen 3300 Kilokalorien. Und jetzt wird es klar, warum man da eben dann nicht Hunger leidet. Ja. Und das ist die eigentliche Genialität dieser Stoffwechselkur und dieser Form von Fettreduktion, weil sie deswegen tatsächlich ohne Ablass funktioniert. Es gibt am Anfang in der Erstwoche bei dem einen oder anderen manchmal diese Umgewöhnungsphase, diese Entwöhnung fast schon, ich bin geneigt zu sagen, diese Entzug. Suchtentzug, ja, genau, ja, ja. Weil hinter dem Ganzen steckt ja häufig auch eine Zuckersucht, denn Brot, Nudeln, Pizza, diese Billig-Weißmehlprodukte verstoffwechseln sich zu Glucose. Glucose ist eine Zuckerart und dann sind wir in der Zuckersucht. Und da gibt es wunderbare Bücher, ja, die beschreiben die Zuckersucht, sie belegen diese und beschreiben auch, wie lange man braucht, bis man da rauskommt. Also die Nummer, die ist vielleicht manchmal bei dem einen oder anderen etwas herausfordernd, aber nicht der Hunger. Also wir müssen unterscheiden zwischen Gelüsten und ich will nochmal zu irgendwas greifen und einem per se Hunger. Ja, ja. Das ist ein Unterschied. Das, was die bisherigen Statements, auch das, was du sagst, wie ein roter Faden durchzieht, ist das natürlich bedingt nicht nur durch die Gewichtsabnahme, sondern insgesamt die körperliche Verfassung, was Probleme, gesundheitliche Themen, die man hat, gleich mit erschlagen werden, was nachvollziehbar ist. Insofern böte sich das ja insbesondere auch für das Gesundheitswesen oder für die Heilberufe an, als etwas, was weiterempfohlen werden sollte, weil wenn ich das Heilen wirklich im eigentlichen Sinne ernst nehme und es mir nicht darum geht, jetzt an schöne, langen, multimorbiden Patienten Geld zu verdienen, sollte ja das Ziel haben, den Menschen wirklich in die Gesundheit zu entlassen. Du hast einen Heilpraktiker mitgebracht. Wir schauen und hören uns gerade das nochmal an, weil es dann für ihn, den Transfer des eigenen Erlebens in die berufliche Praxis gegeben hat und gibt. Du hast dich von deiner Profession her mit dem Thema Gesundheit vom Beruf her befasst. Wie kam es, dass du mit der Kur in Verbindung kamst? Ja, ich hatte das Problem Übergewicht. Das hat mich schon eine Zeit lang vorher begleitet. Also über die Jahre ist einfach immer mir zugekommen. Und auch wenn ich habe nichts von Kuren gehalten vorhin, so ein Abnehmen schnell und dann wieder aufbauen. Ich habe gefastet, das hat vielleicht geklappt, aber es war wirklich schnell wieder da. Und dann habe ich im September 2014, wie Frank das erste Interview hier gegeben hat, das habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich, es kam mir halt rüber, das muss funktionieren. Ich habe mich gemeldet, habe angerufen und habe die Kur gemacht. Und das war so etwas von toll, leicht. Ich habe mich so gut gefühlt wie schon lange nicht mehr, das während der Kur. Hunger war kein Problem, Gelüste waren kein Problem und die Waage hat jeden Tag halt weniger angezeigt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist es, das muss ich weitergeben. Ja. Und das gibst du jetzt auch beruflich deinen Patienten weiter, damit sie davon auch, ich sag mal, den Effekt spüren können und was von haben. Ja, und es macht einfach eine Freude. Also ich habe noch selten Leuten so vielen Leuten so Freude machen können, wie jetzt mit diesem Programm. Ich habe im letzten Jahr, sind jetzt an die 140 Leute, die ich durch die Kur begleitet habe und das ist schon eine tolle Sache, ja. Du hast auch ein Foto dabei, was sehen wir da drauf? Ja, das bin ich, ein Jahr bevor ich die Kur angetreten habe. Ja. Ja, das ist so mein Vorherbild.
Und das Lache steht. Das steht jetzt da, ja, genau. Da. Und ja, es ist wirklich auch das Halten danach, es ist kein Problem. Man lernt ja auch was. Es ist immer auch ein Anliegen, dass die Leute dann halt lernen, was ist wichtig. Das Thema Mikronährstoffe plus das Thema Kohlenhydrate halt, das versuche ich wirklich auch rüberzubringen. Ja. Und wenn man das im Griff hat, dann ist es kein Problem, das Gewicht wirklich zu halten danach. Ja. Vielen Dank. Nochmal bestätigt, was wir eben gesagt haben, was du gerade festgestellt hast, kein Hungerproblem, Übergewicht reduziert und dann aber weitergeben, das, was man selber als positiv erfahren hat an inzwischen 140 Patienten. Das sind so die Multiplikatoreneffekte, die man sich, wenn man, wie gesagt, ein Gesundheitswesen und im Aspekt von Gesundheit betrachtet und nicht von pharmazeutischer Profitmaximierung, sich eigentlich wünschen würde. Solche Leute brauchst du, ne? Ja, tatsächlich. Aber der Dr. Coldwell, ich bin also begeistert von seinen Aussagen, die sind zum Teil knallhart, aber sie sind der Wahrheit entsprechend. Er hat ja beschrieben, wer den, ich nenne es jetzt mal salopp, Studienplan der Ärzte, der Mediziner geschrieben hat. Ich möchte jetzt den Namen nicht aussprechen, aber dort ist beschrieben, warum also diese Ärzte das Thema Ernährung nicht auf dem Programm haben, obwohl ja, du hast vorhin das Interview eingeleitet mit Du bist, was du isst, bekannt ist, dass natürlich die Ernährung letzten Endes deutlich mehr verantwortlich ist für unseren materiellen, körperlichen Zustand. Und das sagt Coldwell auch, aber es gibt halt im Grunde genommen eine Industrie, die hat kein Interesse daran, dass wir halt zu gesund sind. Das wissen wir alle, die wir hier in der Wahrheitsszene uns kundtun. Mhm. Und daher läuft halt alles leider nicht so ideal, um es mal gelinde zu sagen. Ja. Aber wichtig wäre vor dem Hintergrund, die auch den Erfahrungen, die du und die ihr insgesamt jetzt in der vergangenen Zeit gemacht habt, dieses System auf eine möglichst breite Basis zu stellen, um den Menschen eben die Möglichkeit der nachhaltigen Gewichtsabnahme zu eröffnen und die ganzen, ich sag mal, als Nebenwirkungen in Anführungsstrichen, die ganzen gesundheitlichen Probleme gleich oder eine Menge gesundheitlicher Probleme gleich mit zu beseitigen, mit dem Gewicht auch diese zu verlieren. Genau, also du sprichst es an. Wir hatten, oder ich hatte damals im ersten Interview ja schon um Mithilfe gebeten, weil das Ernährungsunwissen, das ist eigentlich ein ziemlich weit verbreitetes Dilemma, weswegen wir ja eine regelrechte Bewegung lanciert haben. Sehr viele Kollegen und vor allem aber auch Therapeuten, ich habe ja einen heute mit dabei, sind zu uns gestoßen. Und wir haben ja nicht nur fünf erfolgreiche Kurteilnehmer, sondern es sind Tausende. Ich habe es mal ein bisschen dokumentiert in zum Beispiel in diesem Erfahrungsberichte-Heft, also vor allem bildlich. Ich habe auch nochmal ein Eigenfoto dabei, das ist interessanterweise 6 Jahre jung, also 6 Jahre alt. Also ich bin hier bei meinem sogenannten Personalausweis im Jahr 2010 abgebildet. Und wenn man das Bild mal vergleicht mit dem Jetzt-Zustand, dann sieht man, dass das, was wir mit der Stoffwechselkur erreichen, das ist schon sehr deutlich mehr als einfach nur Gewichtsreduktion, sondern das ist eine Genesung rundum. Es ist letzten Endes eine, auch eine Verjüngung. Ich wollte das gerade sagen, denn der Unterschied zu dem, du bist auf diesem 6 Jahre jünger. 6 Jahre jünger, optisch aber deutlich älter als das jetzt. Genau, also wenn man das mal so, man könnte jetzt mal salopp formulieren, vielleicht habe ich 10 Jahre die Uhr zurückgedreht. Was nicht heißt, dass ich jetzt behaupte, dass ich jetzt heuer besonders jung aussehe, aber ich sah halt damals besonders alt aus. Das ist gewiss und das ist dokumentiert ja mit diesem Ausweis. Also von daher haben wir hier natürlich Erfolg auf breiter Flur und das zeigt sich auch bei sehr vielen sogenannten Erfahrungsberichten. Diabetes ist zum Beispiel ganz klipp und klar, also diese Altersdiabetes ist eindeutig ein Ernährungsthema und kann, wenn man sich die Ernährung umstellt, binnen weniger Wochen ist das gelöst.
Das haben zahlreiche Kollegen, zahlreiche Kurteilnehmer genauso aufgezeigt. Darunter zum Beispiel mein Cousin. Ja. Ja. Also, es geht eben, und das ist, glaube ich, das Besondere und auch das Wichtige bei dem Thema, nicht nur, was wichtig genug ist, auch für den ganzen Skelettapparat, um die Reduktion der Kilos, die man mit sich rumschleppt, sondern es geht eben auch um ein ganzes damit zusammenhängendes, großes Krankheitsbild oder unterschiedliche Krankheitsbilder, die ich mit dem Gewicht eben auch entweder reduziere oder wirklich auch komplett wegkriege. Und das ist, glaube ich, nochmal ein zusätzliches Argument und ein zusätzlicher Aspekt. Und wenn das nachhaltig passiert, denn wenn ich den Jojo-Effekt habe, kriege ich natürlich die Diabetes auch nicht weg. Da bleibt alles beim Alten. Das kommt dann irgendwie wieder oder es bleibt sowieso. Aber in dem Moment, wo ich das kontinuierlich durchziehen kann, bin ich natürlich besser dabei. Genau, also deswegen denke ich schon, dass dieser sehr markante, sehr wichtige Punkt im, sagen wir, in Hinführung einer stabilen Gesundheit tatsächlich jedem Therapeuten gut zu Gesicht steht, egal in welchem Spezialfeld er sich an und für sich aufhält, weil ich schon der Meinung bin, und das bestätigen mir auch Ärzte, dass das Thema Ernährung, also da meine ich schon auch das Wasser dabei und also schon das komplette Thema inklusive dieser Supplementierung und der Entgiftung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist auch ein wichtiger Punkt, dass dieses Gesamtpaket einschließlich dieser, ich nenne es jetzt mal Ernährungsberatung, dass das dann in Summe einen Treffer nach dem anderen setzt und die Leute halt wieder in die Kraft bringt. Sie sind wieder klaren Geistes, was natürlich für unsere Arbeit auch wichtig ist, dass die Menschen auch wieder klar denken und vielleicht auch mal, ja, ich sag's mal, sich nicht jeden mischt von den, ich möchte es jetzt nicht sagen, aber von den anderen Medien halt, wie sagt man, vorkauen lassen. Ja. Also die Wachheit ist natürlich nicht nur die Klarheit für das eigene Leben, die eigene Gesundheit, sondern du bist auch weniger manipulierbar. Definitiv. Also das hat sich wirklich gezeigt, ja, und die Statements als all unserer Kurteilnehmer, die bestätigen das auch. Also die Wachheit, die Klarheit, die Fitness, das steigt in dem Maße genauso wie viele andere Dinge. Wir haben es ja in den anderen Statements ja auch gehört. Ja. Jeder kann hier in die Eigenverantwortung gehen, der das machen möchte. Wir blenden gleich die Kontaktmöglichkeiten ein. Und dann kann ich dir und vor allen Dingen auch, also einerseits danken für das Wirken, weil das wirklich Gesundheitspolitik im positiven Sinne ist. Mhm. Und gesundheitliches Wirken im positiven und im eigentlichen Sinn auch dieses Wortes. Und dir weiterhin und vor allen Dingen auch den Menschen, die das tun, Erfolg und viel Glück wünschen. Herzliches Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir blenden www.unsere-kur.com ein. Informationsmöglichkeiten über das, was wir angesprochen haben, aber vor allen Dingen auch die Möglichkeit, es selber auszuprobieren. Ihr habt gehört, und ja, das ist ja auch nicht was wirklich Neues, dass das, was wir heute in den Supermarktregalen bekommen, mit Füllstoffen mehr zu tun hat als mit einer sinnvollen Ernährung. Insofern sollte man und muss man etwas tun und kann über das Gewichtsthema gleich auch noch ganz andere Themen mit erledigen und mit beseitigen und mit verschwinden lassen. Probiert es einfach aus, es lohnt sich und ihr tut etwas für euch, nur ihr müsst selber die Verantwortung und die Eigenverantwortung für eure Gesundheit in die Hand nehmen. Ich will noch auf die schon angesprochene Broschüre, Erfahrungsberichte mit Vorher-Nachher-Bildern, extrem beeindruckend, die deutlich machen, wie sich Dinge entwickeln können, hinweisen und sage dann wie immer für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.